Gesundheit ist eigentlich, wenn man mal krank war, ist eigentlich gesunder das. Und ein gesunder, glaube ich, kennt das nicht, was man hat, an dem, wenn man gesund ist. Es war bei mir vorher auch nicht anders. Da, man denkt dann nicht auf das, dass man irgendwann einmal schwer krank wird oder was eine Krankheit hat. Aber wenn es mir gut geht, eigentlich sage ich das alles schon positiv und steht ganz anders auf. Also der Tag wird, früher habe ich vielleicht 3 Stunden Playstation gespielt, das tue ich jetzt nicht mehr. Da gehe ich halt lieber raus oder tue irgendwas oder gehe in den Wald spazieren, das ist halt wichtiger. Also das lernt man halt aus dem Ganzen. Ja, da bin ich eigentlich auch zu viel falsche Leute gekommen, also falsche Krankenhäuser wie bei uns, also wo ich her bin, und die sind eigentlich auf mit dem komplett überfordert gewesen. Also zuerst habe ich mir ein halbes, dreiviertel Jahr Schmerzen gehabt, wo sie nie drauf gekommen, was ich habe, und habe eigentlich ist rausgekommen, da ich lauter Löcher schon in die Knochen habe einen. Und durch Zufall haben sie dann einmal drauf gekommen, durch eine CD, was sie eigentlich nie gemacht haben, das halbe, dreiviertel Jahr, dass ich eben die Krankheit habe. Und dann bin ich aber eher auf Linz gekommen, ins Krankenhaus, wo es eigentlich ganz anders ist als wie bei uns. Mit dem Mütter, wenn du die Diagnose kriegst, dann überhaupt so selten die Krankheit, weil das ist eigentlich eine Krankheit ab 60 Jahren, 70 Jahren. Ganz selten halt. Und da ist selten und da ist ein junger nur seltener. Und wenn man dann das Wort Krebs hört, ist natürlich ganz schlimm. Also, das kann man nicht beschreiben, eigentlich, wie das ist. Ja, und das kommt dann mit der Zeit erst, dass man einmal närrisch wird oder eigentlich dann oft 8 Stunden nur beim Fenster ausschaut und nicht weiß warum. Oder dann wieder rät. Oder das sind gemischte Gefühle. Also, es war einmal so, einmal so. Aber Wut war eigentlich selten dabei. Weil kann eigentlich nicht was dafür. Ja, weil eben durch meine Krankheit, der Knochenmarkkrebs, und habe eigentlich schon Transplantation gehabt dann Anfang 2013 und die hat nicht hingehauen und so, dann habe ich bei Chemos viel gekriegt, eigentlich 2 Mal in der Woche, und dann eben, wie ich dann zum Franz gekommen bin, ist mir eigentlich dann auch besser gegangen, sagen wir so. Also ist auch durchs Wenden und verschiedene Sachen, was ich einhalten müssen habe, also Zitronen essen, jeden Tag eine, und Knoblauch, 3 Zehen am Tag, und nichts Rotes essen, kein Kaffee, kein Alkohol, nichts rauchen. Und das habe ich dann über 1,5 Jahre gemacht, so ungefähr. Und eigentlich haben die Werte alle besser geworden. Und nebenbei, neben der Chemo, und da haben sie auch oft dann gesagt, ich kann eigentlich nicht weiter runterkommen mit der Therapie. Und bin dann doch alle hübsch schnell runtergekommen und schneller als was prophezeit war. Und eigentlich ist mir dann auch psychisch besser gegangen, durch Franz. Und das war eigentlich eine gute Sache. Nein, erkannt habe ich es nicht, aber ich war bei schon vielen Leuten, also wo man eigentlich glaubt, die können was oder so. Oder die haben meistens einen Haufen Geld verlangt und so, und die ist nichts gewesen. Und bei ihm habe ich einfach ein gutes Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, durch was das hat man oder hat man nicht. Und dann hat auch das Ganze nichts gekostet. Und nur freiwillig spenden, und dann da hat man schon ein besseres Gefühl und auch, da man selber was dazu beitragen kann, wie das mit den Zitronen, weil eigentlich beim Krebs ist man irgendwie machtlos, dass man nichts da hat dafür, und da habe ich wenigstens irgendeine Aufgabe gehabt, dass ich was dazu beitragen kann. Und das war eigentlich ganz gut. Das Wenden, das ist eigentlich war jetzt Volkswissen. Und früher haben sie, wo sie sich keinen Doktor leisten haben können und die Medizin noch nicht so weit gewesen ist, haben sie halt einfach Leute gehabt, die was gewendet haben. Wenden ist nichts anderes wie umdrehen. Vom Negative ins Positive oder anders Positive ins Negative, geht auch. Nicht? Und hauptsächlich kommen halt zu mir Leute das Wenden mit Warzen und solche Sachen. Ne? Ja, und das
ist relativ einfach. Die zeigt mir eine Warzen, ich schaue mir das an, mache so ein Sprichal dazu. Das mache ich aber nicht so, dass die Leute hören. Und dann schicke ich die Leute wieder heim. Und in 3 Wochen fallen die Warzen dann an. Das ist Wenden. Jede Gemeinde, kann man sagen, hat ein paar Wenden gehabt. Die haben zu den Bauern gegangen, da hat ein Tierarzt, haben halt die Wenden gekommen. Und ja, hat es halt mehr Leute gegeben, die was, sowas Wissen gehabt haben. Und haben sich halt auch das angeeignet oder ist halt von Generation zu Generation weitergegeben worden und alles. Und heute hat sich das aufgehört. Und ja, es gibt immer noch Wenden, aber vielleicht nennen sie es Jonas, das kann ich nicht sagen. Wie ich zum Wenden gekommen bin, das ist ganz einfach gewesen. Ich habe sehr viel Warzen gehabt. Auf die Finger links und rechts bei der Hand 2 Warzen gehabt. Und bin halt rüber zum Doktor gegangen und die hat mir das verödet. Und ja, es hat nur 2 da, das Zeigwisse, aber geholfen hat es nichts. Ja, dann bin ich mal bei meinem Gewehen und sagte, ja, die müssen wir rausschneiden. Dann haben wir ein paar rausgeschnitten. Ja, haben die auch wieder gekommen. Ja, dann sag ich, das kann nicht recht hinhauen. Und ja, und dann sagt er, er muss zu einem Wendel gehen. Ja, so, wo ist denn einer? Wer tut denn das? Na ja, sagt er, ja, wisst ihr da einen in Monse? Sagt er, ob ich das weiß, wo Monse ist? Ja, sicher weiß ich das, weil ich dort bin. Na ja, sagt er, da ist ein Wendel, sagt er, der ist schon bald da alt. Und zu deinem Gange. Na ja, und schon hat auch ein gelacht über das Ganze. Ne? Und dann ja, bin ich halt hingegangen dazu. Ja, hat er mir so angeschaut, sagt er, naja, sagt er, das kann man schon wenden alles, sagt er, aber das tue ich nicht, das kannst du eh selber. Ja, sag ich, ja, wie machst du denn das? Ja, sagt er, ich sag das, wie das geht, und auf du hast das selber, sagt er, und wenn du weg kannst, kommst du wieder. Naja, dann hat er mir das erklärt, was ich tun muss. Naja, sagt er, in 3 Wochen, sagt er, werden sie weg sein. Also gut, auf kommen wir wieder. Ja, auf Bier, ist genauso was. 3 Wochen später habe ich keine Warzen mehr gehabt. Ja, bin wieder hingegangen dazu, sage ich, wie hast du das gewusst, dass ich das kann? Na ja, sagt er, das ist ja so gewesen. Wie er das erklärt hat, sagt er, hast du nicht gelacht. Und wenn man lacht, sagt er, der nimmt es nicht ernst. Sagt er, und du hast nicht gelacht, weil man denkt, na, du kannst das. Und wenn sagt er, jetzt bin ich 100 Jahre alt, sagt er, was du machst, lerne ich das. Das Wenden. Ich war so Kniffe halt zwangen und so, ne? Sagt er, und oft, was du das kannst, nicht? 4 Jahre, sagt er, brauchst du schon, bis du das kannst. Na, was sag ich, gut, mir ist wurscht, die Zeit ist wohl. Ich habe zwar einen Haufen Vereine und sowas gehabt, nebenher noch nicht. Aber das hat mir Mehrwert gegeben, nicht? Ich habe gesagt, ja, gut, komme ich. Bin jede Woche zu ihm gegangen. Ja, und dann hat er mir halt viele Sachen beigebracht, nicht? Weil das ist ja so, wenn man das Ritual weitergibt, kann man es selber nicht mehr. Nicht? Und ja, und so habe ich es gelernt. Ich habe dazu zu Vorträgen eingeladen. Und dann, ja, verzeihe ich halt eine Stunde lang, wie das so ist, wie ich es halt da jetzt sage, nicht? Ja, und dann dauert es meistens eh 3-4 Stunden, weil man so viel fragt, nicht? Ist auch interessant, was man was leider so verzehnt. Wenn du halt so schaust, wie wenn halt viele Leute kommen zu den Räumen und Gicht und sowas, nicht? Da habe ich auch meine Hausmittel, die was ich selber herstelle, und ja. Schmier mir halt ein, stinkt recht, aber hilft. Ja, so ist's. In der Hand ist es so, er muss die Augen zu haben, also konzentriert drauf, ich habe auch die Augen zu. Und dann, dann schaue ich bei ihm rein, so wie man sagt. Ne? Und dann weiß ich ungefähr, oder so mit 100% oder naja,
98% weiß er, was er hat. Da schaue ich mir dann an, wie er, das fühlt man halt einfach. Und das geht halt über die Hand da leichter, geht über mich, auf mich über und dann kann er sagen, was du hast. So einfach geht das. Wenn ich halt Weizenmänten tue, zum Beispiel, das ist ein Ritual, was ich da mache. Ne? Und das Ritual ist so, dass ich am nächsten Tag um 6 Uhr früher auch was tun muss für den Patienten. Nicht? Aber, und in der Zeit muss der auch was tun. Und da, das, was der tun muss, dauert so lang, wie was er für 3 Fahrtonser braucht. Nicht? Weil er die 3 Fahrtonser bett und dann darf er aber nicht Amen sagen. Weil Amen heißt, so sei es, und so soll es ja nicht sein. Es soll ja wirklich gehen. Nicht? Um das geht's. Und da darf er nicht Amen sagen. Und wenn er mal Amen sagt, muss er von vorne wieder anfangen. Weil das, was ich für den tue, dauert genauso lang. Und da dickt sich, das wird sich dicker mit der Zeit her und alles. Nicht? Und ja, wenn er das nicht tut, oft, ich weiß das schon. Nicht? Weil ich würde zu meiner schon mal. Und dann legen wir jetzt, brauchst du das, so leicht geht's nicht. Ja, so einfach geht das. Ne? Und ja, und ich tue halt da schon, was für deiner da das auch hilft. Ne? So begadet wie es nicht. Mit Gebeten. Ich sage oft zu den Leuten, sage, was so kommt, nicht so ums Gläubig haben. Nicht? Ja, ja, und sie gehen jeden Sonntag über Kira. Also ich da, falls du meinen Glauben nicht weit her, sage ich, wenn du jeden Sonntag über die Kirche gehst, sage ich, weil der Glaube so, hat mit der Kirche nichts zu tun. Ich selber gehöre der Kirche auch nicht an, aber ich bin trotzdem gläubig. Ne? Und mein Gott, nein. Das ist aber so, weil die heuchlerische Geschichte mag ich halt nicht. Und mir ist lieber, die Leute lehnt mich nicht an und sagt mir gleich die Wahrheit, weil ich sage es auch. Weil ich tue da nicht lang um. Ich tue nichts beschönigen oder sonst was. Ich sage es, wie es ist. Brill warm. Und ob er das jetzt recht ist oder nicht, das ist eine Sache. Sie haben noch zu mir gekommen. Nicht? Da brauche ich nichts beschönigen. Mir kommen auch viele Ärzte zu einmal. Oder Pfarrer auch teilweise. Nicht? Aber ich sage es genauso. Nicht? Ja, sie geben es eh zu, aber weißt, die dürfen es halt auch nicht. Also, weil es ist auch alles bunten. Ja, so Krebsgeschichten haben halt sehr schwierig für mich, was also sehr aufwendig und sehr viel Energie kostet halt, ne? Und ja, eigentlich ist das eher das schwierigste Krebs. Ne? Das ist, aber man, wenn man das alles nachdenkt dabei, da kommst du auf keine Acht raus. Und da soll man auch nicht dabei denken. Ja, klar, ich muss mich auch schützen, das tue ich aber auch. Und schützen tue ich mich, indem ich halt da hinten die Laternenbrenner habe, die was selber brennen muss. Und die Hütten zum Beispiel, wo ich ja bei mir in der Wohnung überhaupt nicht wenden tue oder was, gar nichts, weil ich will das nicht da daheim. Da muss man Grenzen ziehen. Und jetzt tue ich das da in der Hütten. Und die Hütten, wo ich auch, wenn ich Leute da habe, wieder reinigen. Also Hütten und der Raum muss gereinigt werden und das mache ich relativ einfach mit Weihrauch. Und ein paar so Rituale dazu, dann geht das schon. Und dann, weil wenn man es nicht reinigt, dann kann man da drin nicht lang sitzen, weil da knistert es und knackst es, weil es ein Holzhaus ist. Nicht? Und wenn es aber reinigt, knackst nichts mehr. Es ist wieder frei und rein und alles. Nicht? Und dann ist das wieder alles erledigt. Und das ist aber auch so, die Leute selber spüren das weniger, aber Viecher spüren das sehr. Wenn zu mir Leute mit Hund kommen zum Beispiel und ich habe nicht gereinigt, geht der Hund nicht rein. Erst wenn er gereinigt hat, dann geht er rein. Die kriegen das mit und die kleinen Kinder kriegen es auch mit. Fälle, wo ich nicht helfen kann, das ist hauptsächlich Krebs, wo ich wo der Krebs schon so weit fortgeschritten ist, der nichts mehr tun kann. Das gibt es auch. Und
ich weiß schon jetzt mit den Cameras austherapiert sind. Und das ist halt auch schon weiter knapp. Da habe ich erst einen Fall dabei gehabt, dem was ich nun helfen will können. Es sind aber auch gewisse Leute schon wieder gestorben auch dazwischen. Weil wo ich halt nicht mehr helfen kann, muss ich auch sagen, es tut mir leid, ich kann auch nicht mehr helfen. Ich muss auch bei der Wahrheit bleiben. Ich kann mir das nicht einfach denken und so und das beschönigen, das darf ich nicht tun. Ich möchte jetzt nicht Schwimmer jetzt hin verdammen, das tat er nie. Aber alles miteinander war halt gerecht. Wenn wir halt jemanden ein wenig Rücksicht auf mich nehmen und ich auf ihn und dann müsste das schon gehen. Dass wir da miteinander gekriegt und nicht aber gegeneinander. Nicht? Ja, so wie bei jedem anderen, glaube ich. Also, ja. Glaubt habe ich schon an was, sagen wir so, aber nicht so stark wie da mit der Krankheit. Eigentlich ist der Glaube mehr geworden mit der Krankheit. Und ja, durch das da ein ganz guter Freund von mir gestorben ist in der Zeit, wo ich Transplantation gehabt habe, ist es noch schlimmer geworden eigentlich. Und also dann, wie ich dann bei Franz war, ist das mit dem Glauben auch mehr geworden irgendwie. Und ja. Ich glaube das für meinen Teil, was ich glaube, und jeder Mensch ist anders, aber dass es mehr gibt auf der Welt, als das, was wir wahrnehmen können, ist auch klar. Also eine gute Freundin eigentlich, ja, das sagen wir die beste Freundin oder gute Freundin, die was mit mir auf Kur war, die ist auch schon bei ihm gewesen und die hat auch ein Problem gehabt mit den Nieren und über kalte Füße seit Jahren und das ist ein neuer Vorbeitrag dann verschwunden durch den Franz. Und es sind schon viele Leute, also ich weiß gar nicht mehr, wer alle da war, durch das Weitersagen eigentlich und die, was eigentlich auch gut geholfen hat, als ob es Watzmenden war oder mit der Ferschen, was es waren verschiedenste Sachen. Also beim ersten Mal habe ich meine Mama mitgehabt, da habe ich geklopft bei der Hütte und dann hat er schon aufgemacht und dann habe ich ihn gefragt, ob meine Mama mit reingehen darf und so das passt. Und beim Heimfahren dann haben wir noch geredet, ich und meine Mama, was wir jetzt tun. Oder sie hat gesagt, ja, fahren wir gleich zum Spar zu und kaufen Zitronen. Haben wir gleich Zitronen und Knoblauch eingekauft und haben gleich am ersten Tag mit dem angefangen. Und wahrscheinlich weiß ich nicht, wie es ausgegangen war, wenn ich einen Franz nicht gehabt hätte. Nein, der Mensch macht sich selber krank. Das ist, wie soll man sagen, das sind viele Gedanken, viele negative Gedanken und alles. Ne? Und falsche Lebensweise, kann man sagen. Ja, glücklich sein. Glücklich sein, einfach viele Träume verwirklichen, was man hat. Und einfach, naja, wie soll man sagen, scheiß da nichts. Ist am besten.